Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe heute ein kleines Tutorial für euch. Ihr habt letztes Mal ja das Video gesehen, wie ich meine Elfenohren geschminkt habe. Und in diesem Video möchte ich euch ja zeigen, wie ich die Elfenohren zuschneide und sie anbringe. Weil das ist nicht sehr einfach. Und vor allem, wenn man nicht den richtigen Kleber hat unbedingt und noch nicht so viel Ahnung hat, dann ja, funktioniert das echt schlecht. Und auch ich habe den Fehler gemacht, habe damals meine Ohren nicht geschminkt, was jetzt nicht so das Drama ist, aber ich habe sie auch nicht zugeschnitten, was zur Folge hatte, dass das eine Ohr so abstand und das andere irgendwie so. Wirklich ungelogen. Von der Seite ist das nicht so schlimm, aber von vorne ist das nicht so toll. Der Grund war einfach, die Ohren sind, auch wenn sie paarweise geliefert werden, nicht identisch. Was zur Folge hat, dass, vor allem weil die Ohren auch nicht identisch sind, was zur Folge hat, dass es manchmal krumm und schief werden kann. Deswegen, die Ohren können wir nun mal nicht korrigieren, aber wir können zumindest das hier zurechtschneiden, sodass es eben passt. Wenn ich Ohren trage, dann trage ich meistens auch eine Perücke, einfach weil es besser aussieht. Meine Haare sind sehr platt und eine Perücke hat einfach sehr viel Volumen, wodurch eben Ohren eigentlich so gut wie nie komisch aussehen. Deswegen trage ich halt wirklich am liebsten immer eine Perücke dazu. Und bevor ich die Perücke aufsetze, klebe ich tatsächlich die Ohren an. Und zwar während ich halt die Perückenhaube schon drauf habe. Das ist einfach am einfachsten. Kein Haar stört dich, kein Haar kann unter den Kleber kommen. Und das ist wirklich das Beste, finde ich. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Perückenhaube aufsetzen. Ohren freilegen. Und ihr seht halt schon, es ist halt, hier sind immer noch ein paar Haare. Und ihr müsst halt damit rechnen, dass dann doch ein paar Kleberesten an den Haaren bleiben, es sei denn, jemand anderes macht es für euch oder keine Ahnung, ihr passt sehr gut auf, aber ich habe es nicht hinbekommen. Bevor wir die Ohren ankleben, setzen wir die Ohren einfach erstmal so rauf und gucken mal, was wir wegschneiden müssen sollten. In dem Falle ist es hier so ein bisschen, hier oben ein bisschen mehr, vor allem hier werde ich das Ganze jetzt abschneiden und ja. Müsst euch das so ungefähr merken, wie viel ihr abschneiden müsst. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Oben haben wir gesagt wenig. Ich habe jetzt hier so eine kleine spitze Schere. Es ist zwar keine Nagelschere, aber ihr könnt auf jeden Fall eine Nagelschere nehmen. Die ist ja abgerundet, das ist sehr gut. Und dann schneidet ihr das Ganze einfach vorsichtig ab. Schneidet nicht zu viel ab. Auch wenn es nicht gerade sehr gut passt auf euer Ohr, aber es muss ja auch irgendwie kleben. Und es braucht ja Klebefläche. Aber ich denke, ja, hier oben könnte noch ein bisschen was weg, weil sonst ist das hier so jedes Mal ein bisschen doof. So, jetzt kommen wir zum Anklebepart. Bei jedem Ohr sind diese kleinen Fläschchen mit Kleber mitgeliefert. Die sind im Prinzip nicht schlecht. Allerdings ist halt kein richtiger Pinsel dort drinne und dranne. Und deswegen lässt sich das so ein bisschen doof auftragen und nach mehrmaligem Gebrauch ist es auch ein bisschen, naja. Deswegen habe ich mich irgendwann dazu entschieden, einen Mastix-Kleber zu kaufen. Der ist hier von Eulenspiegel. Der ist auch schon ziemlich mitgenommen. Ich brauche auch auf jeden Fall einen neuen. Aber wenn ihr sowas öfters benutzt, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Das kann man halt zudrehen und da ist so ein Pinsel dran und das trocknet im Prinzip nicht ein. Bei mir ist es leider letztes Mal ausgelaufen, weil ich es natürlich nicht richtig zugemacht habe und ja. Dann nehmt ihr hier die Innenseite und schmiert es wirklich nur so an dem Rand, am Rand voll. Also, was heißt voll? Einfach so, dass an jeder Stelle so ein bisschen was ist, je nachdem, wie lange ihr das tragen wollt. Wenn nur kurz, müsst ihr das gar nicht so ordentlich machen. Wenn länger, dann lasst euch ein bisschen Zeit. Versucht das in jede Ecke zu machen und vielleicht noch ein bisschen tiefer rein. Aber jetzt nicht zu tief, ihr seht ja, so doll, so viel Ohrenkontakt hat das Ohr gar nicht mit eurem Ohr. Also, und dann mache ich das immer so, ich halte das so, damit es eben geöffnet ist und halte mein Ohr fest und versuche das dann raufzusetzen. Ja, hat geklappt. Gut. So, hier unten noch nicht ganz. Und jetzt heißt es halt so ein bisschen ranhalten und ja, man kann das eigentlich im Prinzip, also ich kann es mit meinen Ohren nicht so perfekt machen. Das sind ja halt, wie gesagt, auch so eine allgemeinen Ohren. Das sind jetzt nicht die High-End-Ohren, die es zum Beispiel bei Film und Maske gibt. Aber wie gesagt, für unsere Zwecke reichen diese Ohren auf jeden Fall aus. Das wäre jetzt das eine Ohr.
Ich habe leider von Natur aus nicht gerade die perfekten Ohren dafür. Also ihr seht, von der Seite sieht man es sehr gut. Von vorne eher bescheiden. Aber es gibt ja auch verschiedene Ohren. Also es sind jetzt Mondelfenohren. Ich finde die von der Größe her schön. Aber die gehen halt eher nach hinten. Das zweite Ohr habe ich jetzt auch angeklebt. Das musste ich etwas kürzer abschneiden und etwas schräger rankleben. Ihr müsst halt gucken, was euch dann am besten passt, weil ihr seht halt, es ist nicht ganz identisch, aber ja, jede Gesichtshälfte ist nun mal auch nicht identisch. Das ist schwierig, bei manchen vielleicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass mein eines Ohr mehr absteht als das andere. Und das macht es halt nicht so einfach. Aber so im Prinzip, wenn man jetzt nicht so doll drauf achtet, sieht man das ja nicht so doll. Ich setze jetzt noch eine Perücke dazu auf, damit man das einfach besser sehen kann. Und dann zeige ich euch gleich nochmal, wie man das Ganze aufsetzt. Mit einer Perücke jetzt. Also, ich nehme die Perücke hier hinten und ziehe sie erstmal über meinen Kopf. Dann nehme ich so ungefähr die Hälfte, also hier so, dann nehme ich ungefähr hier so einen Teil von den Haaren und lege diese über die Ohren. Und auf der anderen Seite mache ich das genauso. Damit fällt halt so ein bisschen dieser Druck von den Ohren, weil die Perücke schiebt das ja ein bisschen weg. So. So. Erstmal hier irgendwie zurechtfinden. Und dann muss ich erstmal gucken, was ich hier mache. Jetzt nehme ich wieder ein paar Haare zurück. Also ihr macht es einfach so, dass man die Ohren halt am besten sehen kann. Aber dass man eben dieses Loch hier nicht sieht, versucht das halt irgendwie so zu machen. So. Könnt das auch mit Haarklammern irgendwie machen, zum Beispiel. Ich mache dann hier diese Strähne hier und mache die dann irgendwie hier so ran. Und dann sieht man dieses Loch eh nicht mehr. Und das macht ihr halt auf der anderen Seite genauso. Im Prinzip sieht das Ganze dann so aus. Ihr müsst halt die Haare je nach Perücke zurechtstecken, wie auch immer, damit man das nicht sieht. Aber ansonsten ist dann halt so das Ergebnis. Und ich denke mal, jetzt passt das Ohr auch recht gut zu meiner Haut. Und sieht auch echt aus. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen, wie man die Ohren anklebt. Abmachen ist wirklich nur einfach dran ziehen. Das tut weder weh noch sonst was. Also passt auf, die Dinger gehen schneller ab, als euch lieb ist. Nehmt einfach immer, wenn ihr auf irgendwelche Events geht, einfach den Kleber mit, damit ihr zur Sicherheit ihr Ohr nochmal ankleben könnt. Ansonsten ja, abmachen geht schnell. Der Kleber ist dann noch ein bisschen dran. Ne? Den könnt ihr dann abholen oder mit Seife oder so. Es ist ein bisschen hartnäckig. Es gibt wohl auch irgendwie Kleberentferner. Ich habe keinen. Ich habe dann einfach ein bisschen Klebereste ein paar Tage um die Ohren, weil ich zu faul bin, wie die bis zum Schluss abzukratzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.